Hallo und herzlich willkommen zur Premiere der Next Generation der Profiline von Stoll. Super cool übrigens, dass ihr alle live dabei seid, natürlich von Deutschland und von überall aus der ganzen Welt. Von Asien, aus Amerika und auch aus Australien sind uns die User zugeschaltet. Es ist einfach für uns ein Riesenerlebnis, das heute euch präsentieren zu dürfen, weil ihr werdet heute etwas ganz, ganz Großes erleben. Um fachkundigen Beistand zu haben, habe ich mir jemanden dazugeholt, der maßgeblich bei der Entwicklung beteiligt war, der Produktmanager und Marketingleiter von Stoll, Frank Seeland. Herzlichen Dank, Nicole. Gerne. Und auch herzlich willkommen allen Zuschauern zu Hause. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Ja, wir freuen uns alle, Frank. Ich bin gespannt, was du heute alles so zu berichten hast. Also ich freue mich auch riesig, dass es heute losgeht. Und eins kann ich euch allen da draußen verraten, es wird sehr, sehr spannend werden. Aufgeregt bin ich natürlich auch. Frank, die Profiline war am Markt ja bereits vorher das Flaggschiff aller Frontlader. Warum hat Stoll sich überhaupt für die Neuentwicklung dieses Flaggschiffs entschieden? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Kernfrage überhaupt. Und eines der wichtigsten Punkte ist natürlich das Wort Produktlebenszyklus. Und dem unterliegen alle Produkte. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man nicht warten darf, bis das Produkt am besten zu verkaufen ist und im Absatz die Spitze erreicht und dann ein neues Produkt zu entwickeln. Das ist zu spät. Sondern wir haben vor 3 Jahren begonnen, ein neues Produkt zu entwickeln und zu entwerfen. Und daraus ist heute die Next Generation entstanden. Und zwar rechtzeitig zu einem Zeitpunkt, wo wir mit der Profiline den größten Erfolg haben und jetzt ohne Verzögerung die Next Generation einführen können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Kinematik der neuen Schwinge. Da tragen wir den Gegebenheiten der modernen Traktoren Rechnung, und zwar in Verbindung mit extrem großen Vorderachsbereifungen oder Vorderradbereifungen. Und das führt einfach dazu, dass wir die Schwinge entsprechend in ihrer Größe angepasst haben und auch in ihrer Gesamtkinematik, sodass wir an den großen Vorderradbereifungen problemlos wieder dran vorbeikommen, ohne Kollisionen zu verursachen. Und der dritte Punkt ist eine Gleichteile-Strategie, die natürlich für alle positive Auswirkungen hat. Also, dass Traktoren heutzutage jetzt die größere Vorderradbereifung haben, das habe ich jetzt verstanden soweit. Du hast auch schon ein bisschen erklärt, was es eventuell für technische Auswirkungen hat. Hast du noch mehr Informationen zu diesem Thema für uns? Ja, natürlich. Das hat entsprechend auch Auswirkungen auf oder für den User, für den Nutzer, der dadurch wesentliche Vorteile genießt. Denn wir haben durch die neue Kinematik den Vorderarm der Schwinge verlängert. Die Kinematik, wie gesagt, angepasst. Das führt dazu, dass wir eine bessere Hubhöhe erreichen, nochmal höher hinaus und auch eine größere Überladeweite erreichen können. Was ja fette Vorteile sind. Absolut. Das wünscht sich jeder und dem tragen wir Rechnung. Ja, ist wirklich interessant. Jetzt hast du eben noch einen Begriff erwähnt, den du jetzt noch nicht erklärt hast, und zwar der Begriff der Gleichteile-Strategie. Was verbirgt sich denn dahinter? Ganz wichtiger Punkt. Und das versuche ich an einem Beispiel klarzumachen. Sehen wir uns die Bolzen an der bisherigen Frontlader-Generation Profiline, wo wir mit 30 bzw. 35 mm Durchmesser Bolzen gearbeitet haben. In diesen neuen Schwingen sind, Dankeschön Nicole, gerne, solche Bolzen verarbeitet, also 40 mm, 45 mm und sogar 50 mm Bolzendurchmesser. Und das bedeutet natürlich nicht nur längere Lebensdauer, Haltbarkeit, sondern hat natürlich auch zur Folge, dass wir durch das, da komme ich jetzt zu dem Begriff Gleichteile-Strategie, dass wir in der gesamten Frontlader-Range, also von der größten Schwinge, wo sie halten müssen, exakt die gleichen Bolzen bis zur kleinsten Schwinge herunter verbauen. Und das, mehr geht nicht. Power ohne Ende. Ich nehme sie dir mal wieder ab. Dankeschön, aber warte noch mal einen kleinen Moment. Okay. Ich habe da noch etwas, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Das haben wir also verbaut bisher in der Profiline 30 mm, ja auch 35 mm. Aber hier, um mal den Unterschied zu sehen, also deutlicher geht es nicht. Ja, und das ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Ja, absolut. Und weil das hier gerade ganz schön schwer ist, machen wir nämlich jetzt was Leichtes für euch, eine Werbepause. Bleibt dran, bis gleich. Bis gleich. Thank you.
So, wir sind wieder da. Es gibt also weitere Infos über diese tollen Frontlader. Mein lieber Frank, jetzt hast du uns eben was über die Bolzen erzählt. Gibt es da noch weitere Veränderungen gegen der Old Generation? Ja, natürlich. Der gesamte Schwingenholm ist natürlich angepasst worden und verbessert und verändert worden. Nicht nur in der Höhe des Schwingenholms, sondern auch im Profil betrachtet noch mal größer geworden, sodass wir insgesamt noch mal mehr Stabilität hineinbekommen. Mhm. Nicht nur über die Bolzen, sondern auch über den gesamten Schwingenkörper. Mhm. Was wahrscheinlich die Lebensdauer verlängert? Absolut. Lebensdauer ist ein ganz wichtiges Kriterium, auch als Kaufentscheidung für den User natürlich. Mhm. Denn heute wünscht sich jeder hohe Qualität, lange Lebensdauer, denn das ist ein Investitionsgut. Genau, also die Ansprüche steigen. Absolut. Ja, okay. So, jetzt schauen uns ja auch sehr, sehr viele Landwirte zu. Hallo, liebe Landwirte, schön, dass ihr auch dabei seid. Wenn ich jetzt Landwirt wäre, würde mich natürlich eins extrem interessieren, nämlich, welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf mein Landwirtleben, auf meine tägliche Arbeit? Da geht es natürlich auch immer darum, das Leben leichter zu machen und insbesondere die Arbeit zu erleichtern. Und dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir mehr Hubhöhe generieren, mehr Hubleistung generieren in Form von Hubkraft. Und natürlich Überladeweite war vorhin ein Stichwort. Mhm. Und Lebensdauer spielt natürlich auch eine Rolle. Das Arbeiten darf gern auch Spaß machen. Und das können wir unseren Kunden versprechen. Also im Grunde genommen gibt es noch sogar noch eine Erleichterung. Definitiv. Im Gegensatz zum Vorgänger. Ja. Ja, was will man dann mehr? Also ihr seid keine Hochstapler, ihr stapelt aber höher. So kann man es vielleicht sagen. Sehr gut. Okay, sehr schön. Zu der Hubkraft, wie ich eben schon erwähnt habe, wir haben in alle Schwingenkörper vom kleinsten bis zum größten hin auch die Kolbendurchmesser vergrößert und auch die Zylinderwandstärke vergrößert, sodass wir insgesamt stärkere Zylinder einsetzen, die dann am Ende dazu führen, dass wir natürlich mehr Hubkraft generieren. Aber auch da schlagen wir wieder den Bogen zur Lebensdauer, zur Qualität. Und ja, das gehört ins Gesamtkonzept und passt dann dazu. Sicherlich auch zur Stabilität, wenn ihr Lastspitzen zum Beispiel habt, wenn ihr richtig leisten müsst dann. Ja. Sicherlich auch noch. Ja, das ist ja toll. Also ich resümiere, Frank. Höher, weiter, kräftiger, also noch mehr Power. Ja, das scheint ja wirklich ein Gigant zu sein. Anders kann man es ja gar nicht mehr betiteln. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt stellt sich natürlich noch eine Frage, die sicherlich auch unsere Landwirte extrem interessieren wird. Ist das denn alles abgesichert? Ganz wichtige Frage. Natürlich ist der Mensch und das Material muss abgesichert sein und steht für uns in der Entwicklung schon mit im Fokus. Und das bedeutet, dass wir ein Druckbegrenzungsventil integriert haben in unseren Hydraulikblock, der unter dieser Haube sitzt. Und im Gegensatz zum Vorgänger, der nur 50 Liter Öldurchflussmenge hatte, jetzt 70 Liter Ölflussdurchmenge hat. Und das bedeutet, dass natürlich Lastspitzen viel früher abgefangen werden und damit auch Mensch und Maschine geschont bleiben. Ja, das klingt alles toll. Das ist super, wirklich. Und das sind ja vor allen Dingen ganz, ganz viele Menge Vorteile noch. Frank, wie geht's denn jetzt weiter? Hast du noch ein bisschen Infos für uns in petto? Kann ich dich noch mal irgendwie ein bisschen kitzeln? Oder? Ganz bestimmt sogar. Eine ganze Menge Informationen und tolle Features. Die stelle ich euch aber erst in der kommenden Woche zur gleichen Zeit vor. Und bitte bleibt gespannt und freut euch drauf für die nächste Session. Ja, Frank, du machst es ja jetzt spannend. Also ihr habt es gehört, nächste Woche zur gleichen Zeit sehen wir uns wieder mit ganz vielen neuen Vorteilen dieses fantastischen Frontladers. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss.